Francesco Kili, Jim Röttmann und Niki Schmassmann. Come in the middle of the stage. I know you very much from the Superbike, but can you tell us something about your career at a 250cc class in a Motorcycle World Championship? It was too long that I can remember, too many years ago. It's too long also for me. It's a long career, 24 year racing. So I'm very happy and happy to have this kind of people follow us. I think this is the best place in Europe for show to the people the bike and the rider. So you have a big respect on everybody. 24 Jahre Rennkarriere und er sagt es. Es ist der beste Platz in Europa, wo man so etwas machen kann. Ohne Wenn und Aber. Ich gebe ihm recht. Thank you very much, Pier Francesco Kili. You told me the number of years this afternoon at the starting grid when it was your first visit on the Sachsen Ring. At this time you drove on a Norton. Tell us the year. It's incredible. Well, I came here in the old DDR, so you know about that. 1958, my first time here, and I was trying to visit you for 60 years, but I've fallen short because this year is my last year, and I've only got 58. So it matches the 1958 and 58 years later. Here I am still at the Sachsen Ring. So I've told everybody, anyone talks about fans, I say there's only one place. Hohenstein Ernstel is famous all over the world for the fans, you know, the Sachsen Ring fans. And I'm proud to say that I've said many times here, I've been here so often, ich bin ein Hohenstein Ernstel. So thank you very much for welcoming me so many years and so many times here. And I'd like to thank you because I'm always feel at home. And even when we're other circuits of the world, you guys are traveling all over as much as we are. So fantastic. And thanks again. Soll man das wirklich glauben, dass dieser junge Mann 85 wird? Should it be possible that you will be 85? You look so young. You see, racing holds young. This is great. Great to see you. Jim Röttmann, 58 Jahre ist es her. Und dieses Jahr am Ende der Saison soll also Schluss sein, aber I think you can promise us you will come back next year to the 90th anniversary. Maybe I'll just come back and they can ride me around in a car like an old fart. Jim Röttmann, vielen Dank. Thank you very much. Kategorie. Und heute Mittag in diesem epischen Fight, ich habe es deswegen gesagt, weil letzte Woche ja wir in Barcelona es sehen konnten, Rossi gegen Marquez. Heute Mittag habt ihr das mit vier Mann abgezogen, Niki. Das muss doch unglaublich gewesen sein, inmitten dieses Pulkes um den zweiten Platz zu fahren. Das muss doch unbeschreiblich gewesen sein für dich. Und was sagst du generell, wenn man das hier sieht? Ich weiß nicht, wie viel das sind, 5.000, 6.000, keine Ahnung. Wenn man sowas sieht, da geht dann doch das Herz so richtig auf. Also zuerst mal Dankeschön. Ihr seid Wahnsinn. Wahnsinn, toll. Ich bin leider hier zum ersten Mal gefahren und heute Morgen die ersten paar Runden hier dreht. Und der Ralf, der ist so ein Wahnsinniger. Der gehört ja auch fast hierher. Und der hat eine Linie gefahren, Hammer. Hut ab von dem ganzen Ding, es ist toll gewesen. Also, und es war ein richtiges Rennen. So. Also, wir haben da nicht viele Reserven gehabt. Und es ist schön gewesen, ob das ein Freddy gewesen ist oder der Waldi oder Jeremy, geile Story. Geile Story. Wer es nicht gesehen hat, der muss morgen kommen.
Versprecht uns das für morgen bitte, bitte wieder. Und dann haben wir einen Fünfkampf draus. Versprecht uns, dass es gut Wetter ist und wir werden es tun. Habt ihr gebetet zum Wettergott? Dann ist jetzt die Gelegenheit, unseren Freund aus Australien, welcome Gary McCoy. Gary, back at the Saxon Ring, describe your feelings. So nice to see this, I think. Welcome back, Gary. Yeah, thank you. Dankeschön. To be back in the Saxon Ring and to see this crowd, it's amazing. And, you know, it's a great place, a great track, and it always gives us, all us riders, a great feeling. And, yeah, it's amazing. I know I've got plenty of fans out there. I'm signing all day. They've got hands full of cards. And, yeah, it's really one of the greatest places in Europe to come to. So tomorrow, Epic Battle Part 2? Yeah, Ralph kind of got away. I think he might have cheated a little bit or something. But no, we'll see what happens tomorrow. I mean, I haven't ridden a 500cc in 14 years. It was good to get out there today. It was the first time back on a bike today, and obviously a bike that I wasn't used to. And it was just a great feeling. You know, got to pull off a couple of little slides here and there, and a bit like the old days, so I felt like at home. And hopefully tomorrow we'll just see what happens and see how the race turns out. Gary McCoy, thank you very much. Nach 14 Jahren wieder auf der 500er. Thanks for your appearance. Sachsenring ist halt Sachsenring. Und die Sachsen sind halt auch die Sachsen. Und wenn ich hier rüber schaue, vorhin habe ich mal da unten gestanden, da habe ich ja nur die Hälfte gesehen. Und jetzt ist es überwältigend. Nicht nur vor diesem Publikum den Hut ziehen. Kann man gar nicht anders sagen. Waldi, jetzt so gute, naja, 5,5 Stunden später, wie fühlt es sich an? Rookie of the Year zu sein. Erstmal alle hier Glück auf. Ja, hat natürlich tierisch Spaß gemacht. Ich denke, das hat man gesehen. Ich habe auch schon eine Schelte gekriegt, weil die ganzen so schnell fahren. Ja, morgen muss ich dann mal ein bisschen langsamer machen, weil ja, das hat so einen Spaß gemacht. War echt schön. War echt schön. Was soll ich da sagen? Natürlich immer wieder schön da zu sein. Meine Kreidler konnte ich leider nicht mitnehmen. Wäre auch gerne mit der 50er gefahren, weil 50er fahren macht auch immer Spaß. Aber wie gesagt, ich feiere alles, was zwei Räder hat. Egal, ob das jetzt ein Charlie-Roller ist oder egal, was auch immer. Das wird gefahren bei mir. Ich habe ja alles schon durch. Superbike, 80er, 50er, 125er. Ja klar, meine größten Erfolge habe ich mit der 125er und mit der 80er gehabt. 20 GP-Siege. Derjenige, der die meisten GP-Siege hat und nie Weltmeister geworden ist, da holt mich auch keiner mehr ein. Ja, was habt ihr alles Schönes gemacht? Ja, mit Sachsen verbinde ich auch schöne Sachen. Ich bin in der glücklichen Lage, mal Teilhaber von MZ gewesen zu sein. Hat leider nicht geklappt. War traurig. Ich hätte es gerne irgendwie gerettet. Die letzte schöne deutsche große Motorradmarke hinter BMW. Wäre schöne Sache gewesen, aber was nicht sollen, hat sein. Ging nicht. Naja, versucht haben wir es auf jeden Fall. Come on stage, please. Und dann begrüßen wir einen. Ich glaube, den begrüßen Sie mit großem Applaus. Denn er ist 1999 mit Luca Cadalora im MOZ-Team gefahren. Ganz, ganz herzlich willkommen, Jürgen van den Gorberg. Und natürlich noch für euch hier oder für Sie auf dem Sachsenring, last but not least, Lothar Neukirchner. Auch er müsste irgendwo hoffentlich dort dabei stehen. Wenn er dort nicht steht, dann muss er sich jetzt durchkämpfen. Hier oben auf die Bühne. Just wow, to thank you for all of you guys to come along tonight, because Sachsenring is a very special place and a very special place for me in my heart. I was here in 98, I finished second on a 250
And 2002, I rode the Proton, and Biaggi beat me by this much to pole position. And I think in the race, I had a okay race, I think fifth position or sixth position. Sixth position, okay. But I love the circuit. I love the people. We've had a fantastic, we have fantastic memories of the circuit right from the very first year that we rode here when I was on 250s, and then again all the way until 2004 until I retired from MotoGP. But it's been a special, very special day today, and I think all of the riders are completely blown away by the enthusiasm of everybody that's turned up to the racetrack today. So I can't remember anything since MotoGP that has been as big as this. That's right. That's absolutely right. Er sagt am Schluss, er kann sich nach der MotoGP nicht erinnern, sowas Großes gesehen zu haben. Jeremy, thank you very much for your appearance. Jürgen van den Gorbach. 1999 Teamkollege von Luca Cadalora auf der MOZ. Und ich glaube, das Publikum, das liebt dich dafür. Ganz klare Geschichte. Erzähl uns mal was aus diesem Jahr. Ich denke, das war für dich. Ja, applaudiert ruhig, gar keine Frage. Na, immer. Ich glaube, das war für dich ein sehr, sehr spezielles Jahr. Du hast ja gesagt, zweimal auf Pole gestanden, wenn ich es jetzt richtig noch weiß von heute Mittag. Und warum ging es da nicht weiter? Ja, warum, das weiß ich eigentlich auch nicht. Das hat etwas mehr mit Sponsoren zu machen. Aber wir haben ein ganz super Jahr gehabt, weißt du. Ich habe viel gelernt von Luca, wie du eine richtige 504-Zylinder an Federung setzt und auch mit den Reifen umgehen musst. Und ja, in demselben Jahr habe ich noch zweimal die Pole gemacht mit einem Motorrad. Das war normal nicht möglich, weißt du. Das ist wie in der Formule 1 vielleicht eine Williams auf Pole Position gesetzt wird. Das ist für mich offen und das ist doch geschafft. Wir haben ein paar sehr gute Resultate damit gemacht. Unglücklich, wir haben das Motorrad nicht hier. Ich hatte gerne diese Woche mit der MZ gefahren, aber das ist schwierig zu finden, wo es geblieben ist. Aber vielleicht in Zukunft, wenn wir wieder zurückkommen hier, müssen wir noch mal versuchen, um das Motorrad zu fahren. Eigentlich ist es eine super Wochenende, weißt du, ich sehe so viele Leute wieder zurück, die ich auch noch erinnern von meiner eigenen Race-Periode. Und ich hoffe, dass die morgen noch alle mal richtig zum Strecken kommen und uns richtig anmutigen und ja, tolles Rennen davon machen. Da freuen wir uns drauf. Jürgen van den Gorbach und Sherry McWilliam, thank you very much. Und ich muss mal gucken, vielleicht ein Stück mit nach vorne kommen. Das ist der Letzte, den wir noch in dieser Klasse gefehlt haben. Ich habe mir sagen lassen, eigentlich, dass du gar nicht mit dabei wärst. Aber ich glaube, es hat einen Riesenspaß gemacht, in diesem Lauf mitzufahren. Das war richtig gut heute. Hat richtig Spaß gemacht. Das glaube ich dir lieben gern. Hier sind sie also alle. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der World GP auf dem Sachsenring. Ein Riesenapplaus noch einmal für euch. Wo ist der Lutz? Wo ist er? Der wird kommen. Das wollen wir doch annehmen. Und die verdienen, da ist er. Nehmt ihn in die Mitte, die verdient einen riesen Applaus für das, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Respekt, riesen Respekt. Und Wolfgang, ich glaube, auch du hast unten noch Interviewpartner, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich denke wohl, es sind ungefähr noch 70 zu versuchen. Ja. Okay. Also bis Mitternacht haben wir noch Zeit.